Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und heute soll es mal mit einem Thema losgehen, was uns über mehrere Videos begleiten wird, und zwar das Thema Filter. Heute fange ich mit den ND-Filtern an und ich werde dir zeigen, wofür man sie nutzen kann und was man damit alles anstellen kann. Viel Spaß! Ich stehe jetzt hier gerade vor dem Reichstag, genauer gesagt direkt am Ufer der Spree, und man sieht auf der einen Seite den Reichstag, das Paul-Löbe-Haus, und es ist früh am Morgen, ungefähr 5 Uhr, und ich hatte mir gedacht, an dem Morgen kann ich jetzt hier mal eine schöne Spiegelung fotografieren von dem Reichstag. Das Problem ist, das Wasser hier in der Spree ist sehr, sehr unruhig und dadurch wird meine Spiegelung mehr oder weniger komplett zerstört, und dafür ist es jetzt möglich, einen ND-Filter einzusetzen. Was ist überhaupt ein ND-Filter? ND steht für Neutral Density, also ein Graufilter. Und dieser Graufilter ist dafür da, dein Bild abzudunkeln, damit ich dann eine entsprechend längere Verschlusszeit wählen kann. Das heißt, ich möchte also einfach erzielen, dass ich in meinen Fotos eine längere Belichtungszeit wählen kann, um bestimmte Effekte zu erzielen. Und so ein Graufilter, der, wie der Name schon sagt, Neutral Density, also das ist ein neutrales Grau, und dadurch sollten wir auch keine Farbverschiebung haben, sondern das Bild wird einfach dunkler. Und den kann ich jetzt theoretisch einfach mal so vor meine Kamera, vor mein Objektiv packen und damit die Verschlusszeit verlängern. Das werden wir jetzt einfach mal tun. Ich habe jetzt hier einen ND-Filter von der Firma Nisi. Ich werde von der Firma Nisi auch gesponsert, also ich bin Brand Ambassador. An der Stelle auch gleich gesagt, also ich zeige euch hier Produkte in diesem Video von der Firma Nisi, und es gibt auch entsprechend einen Rabattcode für euch, wenn ihr selber Produkte von der Firma Nisi kaufen wollt, 10%, und diesen Code blende ich euch hier nochmal ein, da könnt ihr im deutschen Store direkt 10% Rabatt bekommen. Ich habe jetzt hier einen Filterhalter, auch von der Firma Nisi, das ist der S5 Filterhalter, der ist speziell für mein 14 bis 24 mm von Nikon angefertigt worden, bedeutet, das ist hier ein Filterhalter für ein sehr weitwinkliges Objektiv. Da ich persönlich sehr weitwinklig eigentlich immer fotografiere, brauche ich hier einen entsprechend großen Filterhalter mit entsprechend großen Filtern. Ich habe also Filter hier im Format 150 x 150 mm. Dadurch, dass sie so groß sind, sind sie auch entsprechend teuer. Man kann aber natürlich auch für kleinere Objektive kleinere Filter kaufen und die sind dann entsprechend auch günstiger. Da muss man halt immer so ein bisschen gucken, was man hat. Ich würde, wenn es irgendwie geht, immer die kleinstmöglichen Filter kaufen, weil man dann natürlich erstens weniger Gewicht hat zum Tragen und zweitens auch im Preis sparen kann. Den kann ich jetzt ganz einfach hier vorne draufsetzen, indem ich den hier einfach nur vorne drauf stecke, einmal festdrehe, das sind zwei Handgriffe und fertig ist er. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, insgesamt zwei Filter reinzustecken, also eine Aufnahme für zwei Filter hat er hier drin, und ich kann hier vorne theoretisch auch noch einen sogenannten Polfilter reinmachen. Auch dazu wird es nochmal ein extra Video geben, was der Polfilter genau ist. Diese ND-Filter gibt es in verschiedenen Stärken. Ich habe jetzt hier in der Hand einmal einen 10-Stop-Filter und einmal einen 6-Stop-Filter. Ich habe in der Tasche auch noch einen 3-Stop-Filter. Das bedeutet im Prinzip, wie doll das Bild abgedunkelt wird. Wenn ich jetzt einen 6-Stop-Filter hier zum Beispiel drauf mache, dann kann ich 6 Blendenstufen abdunkeln. Und ich habe jetzt hier in der anderen Hand noch einen 10-Stop-Filter. Damit kann ich 10 Blendenstufen abdunkeln. Was das bedeutet, zeige ich dir jetzt gleich direkt an der Kamera. Ich werde jetzt den 10-Stop-Filter hier mal direkt draufpacken. Wichtig ist, dass ich den direkt in das Fach packe hier an dem Objektiv dran und nicht in das zweite. Also immer so nah wie möglich an dem Objektiv den Filter ranpacken, damit man da auch sicherstellt, dass kein Licht von außen noch irgendwie rankommt. So, 10 Stopfilter habe ich jetzt vorne vor das Objektiv gepackt, und das bedeutet, ich habe jetzt das Bild um 10 Blendenstufen abgedunkelt. Das heißt, wir müssen jetzt 10 Blendenstufen mit der Verschlusszeit das Ganze wieder heller machen. Und eine Blendenstufe bedeutet immer, dass wir die Verschlusszeit halbieren. Das heißt, ich war jetzt gerade eben bei einer 80. Sekunde Verschlusszeit. Wenn ich jetzt eine Blendenstufe aufhellen möchte, dann bin ich bei einer 40. Sekunde. Wenn ich eine zweite Blendenstufe aufhellen möchte, bin ich bei einer 20. Sekunde. Eine dritte Blendenstufe bei einer 10. Sekunde. Die vierte bei einer 1/5, die fünfte bei einer 2,5-fachen Sekunde und so weiter und so fort. Das heißt, ich blende das jetzt hier einfach mal auf. Eine Blendenstufe, zwei Blendenstufen, drei Blendenstufen, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann komme ich, wenn ich jetzt 10 Blendenstufen aufgehellt habe,
bei 13 Sekunden Verschlusszeit heraus. Die Blende und die ISO-Zahl sind dabei gleich geblieben. Die lasse ich im Moment bei ISO 100 und einer Blende 8 stehen. Das kann ich dir aber auch gerne nochmal unten verlinken in einer kleinen Tabelle, wie das Ganze funktioniert. So, und jetzt habe ich, wie gesagt, 10 Blendstufen aufgehellt und jetzt ist der Effekt quasi, wenn ich jetzt mit 13 Sekunden hier belichte, dass das Wasser, was sich jetzt hier gerade so krass bewegt und meine Spiegelung quasi kaputt macht, das wird jetzt dadurch schön glatt gezogen. Ich werde jetzt also mal belichten und während wir belichten, werden wir feststellen, dass das Wasser dann aussieht wie Eis. Ja, und das ist ein echt cooler Effekt. Dadurch wird die Spiegelung ein bisschen sichtbarer, aber gleichzeitig haben wir auch ganz viele kleine störende Elemente aus dem Bild rausgenommen. Nämlich diese kleinen Wellen, die lenken doch relativ stark ab und wir gestalten das Bild einfach minimalistischer, wenn das Wasser richtig glatt gezogen ist. So, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Und ich zeige dir jetzt hier einfach nochmal einen kurzen Vorher-Nachher-Effekt. So sieht das Ganze ohne Filter aus und so sieht das Ganze mit Filter aus. Und du siehst, dass wir hier schon einen echt coolen Effekt erzeugt haben. Du kannst aber natürlich auch ganz andere Effekte mit so einer Langzeitbelichtung erzielen. Wenn du zum Beispiel Wolken am Himmel hast, dann kannst du die mit einer längeren Verschlusszeit auch zu Wolkenziehern machen und damit einen coolen Effekt erzielen. Oder du kannst Lichtstreifen von Autos länger wirken lassen und damit so richtig schöne Lichtspuren erzeugen mit einer längeren Belichtung. Du kannst aber auch Menschen aus einem Foto herausbekommen. Wenn ich jetzt mit 30 Sekunden belichte und ein Mensch läuft da durch das Bild, dann wird dieser Mensch am Ende gar nicht mehr sichtbar sein, weil ich so lange belichtet habe, dass man den am Ende gar nicht mehr sieht. Du siehst jetzt auch, wenn wir die Bilder miteinander vergleichen, dass wir eine minimale Farbverschiebung drin haben. Das ist leider völlig normal, aber die Farbverschiebung ist tatsächlich hier bei diesen Filtern wirklich so minimal, dass man die ganz einfach mit einem einfachen Klick in Lightroom dann rausbekommen kann. Das ist also nicht wirklich weiter tragisch. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, mehrere Filter miteinander zu kombinieren. Ich kann jetzt also meinen 10-Stop-Filter hier nochmal draufpacken. Und dadurch, dass ich die Möglichkeit habe, einen zweiten Filter hier vorne drauf zu packen, könnte ich mir jetzt zum Beispiel, wenn ich noch eine längere Verschlusszeit brauche, noch meinen 3-Stop-ND-Filter dazu packen und dann kann ich das Ganze in der Verschlusszeit um ganze 13 Blendenstufen zum Beispiel auch verlängern. Hier habe ich jetzt zum Beispiel meinen 3-Stop-ND-Filter noch und den könnte ich jetzt einfach hier noch mit vorne drauf kombinieren und dann haben wir zwei Filter direkt voreinander. Zack. Und ich müsste meine Verschlusszeit entsprechend nochmal anpassen. Wir waren gerade eben bei 13 Sekunden. Da müsste ich auf jeden Fall über 30 Sekunden gehen. Da müsste ich also in die sogenannte Bulb-Funktion hier reingehen und das Ganze dann manuell belichten, weil die normalen Kameras tatsächlich immer nur bis 30 Sekunden belichten. Alles, was länger darüber hinausgeht, muss man dann manuell machen. Und dafür bräuchte ich dann zum Beispiel einen Fernauslöser. Wenn wir jetzt speziell noch mal über die Nisi-Filter sprechen wollen, die sind alle nano-beschichtet, bedeutet, dass sie extrem wasserabweisend sind, sehr einfach zu reinigen sind und auch sehr hochwertiges Glas besitzen, also wo man wirklich dann auch mit entsprechender Qualität dann noch fotografieren kann. Also da hat man keinen Qualitätsverlust in der Schärfe. Außerdem steht in der Bezeichnung immer noch IR mit drin. Das ist eine spezielle Beschichtung, die Infrarotlicht blockiert und damit diesen typischen Magenta-Stich rausnimmt, den man normalerweise in den ND-Filtern mit dabei hat. Und wenn wir schon bei Namen und Bezeichnung sind, dann will ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, auf die verschiedenen Bezeichnungen von ND-Filtern, weil das finde ich gerade für Anfänger immer extrem verwirrend. Hier steht zum Beispiel Nisi ND 1000 in Klammern 3.0 und ganz hinten 10 Stops. Im Endeffekt bedeutet das alles dasselbe. 10 Stops ist eigentlich das Besterklärendste. Also 10 Stops bedeutet, wir haben 10 Blendstufen, die dieser Filter abdunkelt. ND1000 sagt im Endeffekt genau dasselbe, dass es 10 Blendenstufen sind, dass die Verschlusszeit um ein Tausendfaches verlängert wird. Also 10 Blendenstufen. Und das
3.0 sagt im Endeffekt auch nochmal dasselbe aus. Da merke ich mir einfach immer so, dass 0,3 Stufen quasi immer eine Blende sind. Das heißt, wenn du jetzt einen Filter hast mit 3 Blendstufen, dann heißt der ND 0.9. Wenn du einen mit 4 Blendstufen hast, der abgedunkelt wird, dann heißt der ND 1.2 und so weiter und so fort. Bei der großen Zahl ND 1000, da kann man sich das immer mit einer Zweierpotenz merken. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mir mal den mit 3 Blendstufen mir angucke, dann steht hier ND 8. Ja, also 2 mal 2 mal 2 sind 8, deswegen ND 8. Wenn ich da jetzt mit 4 Blendstufen arbeiten würde, würde der ND 16 zum Beispiel heißen. Jetzt werde ich mal zum Beispiel ein Foto machen, wo ich probiere, dass Menschen durch das Foto laufen und so leicht verschwommen wirken. Wie kann ich das erreichen? Indem ich die Verschlusszeit auf ungefähr eine Fünftelsekunde packe. Je nachdem, wie schnell diese Menschen da auch durchlaufen, kann das immer so ein bisschen variieren. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich habe jetzt hier meinen 3-Stop-ND-Filter vorne drauf, eine Blende 11 und ISO 100 und eine Fünftelsekunde Verschlusszeit. Zack, jetzt löse ich genau einmal aus. Und jetzt ist genau dieser Effekt hier entstanden. Jetzt siehst du das hier, wenn man mal weiter reinzoomt, dass wir jetzt hier eine Person im Bild haben, die aber verschwommen wirkt. Dadurch hat man auch so ein bisschen diese Dynamik im Bild drin, wenn man etwas in Bewegung darstellen möchte. Und damit kriegt man einen ganz besonderen Effekt nochmal ins Bild. So Leute, ihr seht also, man kann eine ganze Menge machen mit ND-Filtern und damit mit einer längeren Verschlusszeit. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, könnt ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und falls ihr noch Fragen zu den Filtern habt, dann postet sie einfach unten in die Kommentare. Und ansonsten kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, mal bei Nisi selber vorbeizuschauen. Die Kollegen Daniel und Chantal haben das Ganze für Deutschland übernommen und sind euch auf jeden Fall auch bei allen möglichen Fragen behilflich. Und übrigens 10% Rabatt, falls ihr bei Nisi bestellen wollt. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen und auch in meinem Online-Store mal vorbeizuschauen, falls ihr da noch weiter Interesse zum Thema Photoshop, Lightroom und Lumina habt. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video, wie gesagt, gefallen hat. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten auch wieder und bis dahin wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao!